Auf den A-Spot und Chino direkt hier mit dem Tower und dem Frag gegen Vanik. Flash in den CT-Spawn rein. Die Bombe kann geplantet werden und die Ducks haben den Spot in Unterzahl eingenommen. Sehr versucht hier nochmal irgendwie aus dem Window zu kommen. Oh, nevermind. Er holt sich hier den Frag gegen Hi Kitty. Sync D nochmal hinterher, aber der kommt hier gerade nicht ganz ran. Oh, Chino und sehr fast zeitgleich. Aika, der letzte überlebende Spieler, kann hier nochmal ein bisschen die Bombe verteidigen, aber er hat jetzt 4 Gegenspieler da. Die Bombe wird abgesmoked. Aika muss jetzt hier quasi auf die Bombe halten, aber es ist Chris von mit dem Frag zum 1:0 für C-Play. Ja, ein sehr, sehr guter Start für die Jungs auf der CT-Seite. Die Pistol Run lief hier gerade echt gut. Nur einen Frag, den man einstecken musste. Sehr gute Leistung davon. Zer und Chino, die ja beide mit dem Double Kill raus sind. So, und damit geht's dann auch direkt in die nächste Runde, wo die Ducks erstmal ein bisschen, ja, abwarten müssen. Desert Eagles gibt's zwar und ein bisschen Mittelkontrolle obendrauf, aber eine Runde ist damit jedenfalls noch nicht safe. Aber wir haben auch schon in anderen Spielen von C-Play gesehen mit diesem Lineup, die Anti-Ecos sitzen nicht hundertprozentig. Na, wir sehen jetzt schon mal, dass das Equipment schon mal ein bisschen leichter wird. Mikael hat jetzt hier nochmal eine HE dabei, versucht hier in der Mitte direkt ein bisschen was zu spotten. Theoretisch hätte er Aika gerade steppen hören können. Oh, und Vanik kommt hier einfach so raus und holt sich den Frag gegen Zer. Da ist es, der erste Punkt, der so ein bisschen, also sagen wir mal, unlucky gelaufen ist. Oh, Hayan muss aufpassen. Runter auf 54 HP. Das ist ein bisschen, ein bisschen schon doch sehr schlechter Start. Deutsch ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Und die Playing Ducks bauen wieder vor A auf. Kein Equipment natürlich da. Das heißt, die müssen hier rauskontakten. Aber Hayan ist ein gefundenes Fresschen mit seinen 50 HP. Support hat der nur von Chino mit einer M4. Und der muss unbedingt sitzen. Hayan kann jetzt auf jeden Fall die Steps callen. Kill 1 ist da. Kill 2 lässt noch so ein bisschen auf sich warten. Hashino ist da. Und dann ist BMLM mit dem Refrag gegen Hayan zur Stelle. 3 gegen 3 Situation. Mikael und Chino noch ungefähr von CT spawn. Die Bombe kann jetzt hier gerade echt nicht geplantet werden, oder? Ne, die kommen nicht ganz durch, weil CT keine Smoke da ist. Chris war, kommt jetzt von der T-Rampe. Und findet hier erstmal Aika, kann damit wieder ein bisschen weiter aufräumen. Chino holt sich Vanik, damit BMLN alleine gegen 3. Und dann sitzt kein Schuss mehr. Mikael selber nochmal mit einem Frag zum 2:0. Und C-Play kann hier nochmal gut Geld fahren mit den MPs auf jeden Fall. Wir sehen, 2 Spieler müssen nachkaufen. Das ist natürlich unlucky gelaufen, aber für die CT-Seite das Maximum an Schaden, das man so einstecken kann in der zweiten Runde. Bei den Playing Ducks kann jetzt hier aber auf jeden Fall die erste Waffenrunde gestartet werden. Aika diesmal ohne AWP, auch keine bei C-Play ausgepackt, dementsprechend, ja, kommt es hier auf Rifles bzw. bei C-Play auf die MPs an, züngt die mal wieder vor B. In der Mitte gibt es hier sehr viel Druck schon von den Ducks, die sehr schnell an Kontrolle kommen. C-Play deckt da auch nicht wirklich mit rein. Ich glaube, Haikiti wurde gerade gehört. Dementsprechend zieht sich Chino ja auch schon so ein bisschen zurück. Vanik, die Smoke fadet gerade im richtigen Moment an B. Es sind die halt immer noch unterwegs. Und der Fisch, der Chris, war raus. Damit ist der B-Spot auf jeden Fall schon mal gefallen. Und wir haben nur noch die 3 A-Spieler unterwegs, die immer noch nicht großartig im Rumrotieren sind. Aber natürlich, wo lang denn auch? Wenn CT-Spawn quasi schon eingenommen sein kann und man sich da nicht unbedingt so sicher sein kann, er macht keiner mehr Anstalten, großartig hinterher zu gehen. Das wird höchstwahrscheinlich ein Safe für C-Play. 2 MPs und eine AOG durchzubringen, ist auf jeden Fall nicht unbedingt so schlecht für die nächste Runde. In der die Ducks höchstwahrscheinlich jeden durchgebracht bekommen. Und Ike hat sogar nochmal einen Molotow und 2 Flashes. Also der nimmt da gutes Geld und Equipment auf jeden Fall mit. Aber wir sehen hier auch auf jeden Fall schon, dass High Kitty hungrig auf die Frags ist. Sehr, Hayan. Man aimt alle Winkel ab. Wenn wir jetzt schon beim Bomb explode, gibt es dann ein Go, oder? Na, okay.
Lieber doch nicht, die Playing Ducks saven auch lieber alle ihre 5 Waffen und gehen damit in die nächste Runde. C-Play kommt mit 3 Waffen durch, also insgesamt nur 2 Kills, um eine Runde zu beenden. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr friedliche Statistik für Counter-Strike-Verhältnisse, würde ich mal so sagen. So, bei C-Play wird natürlich nochmal gedroppt, was das Zeug hält. Was das? Ja doch, egal. Deutsch ist immer ein bisschen schwieriger, so. Und man stackt sofort den A-Spot, das ist interessant. Wenn wir ja auch nochmal auf die Minimap gucken, sehen wir, dass die Ducks da auch wieder Interesse dran haben, hinzugehen. Frage ist jetzt nur, gibt es nochmal eine Offensivaktion oder bleibt man hier so stehen? Hayan mit einer AOG direkt dran, dann Mikael mit der MP, etwas mehr auf Close Range. Auf der anderen Seite der Map ist Zünk D mal wieder unterwegs, um Stress an B zu machen. Das ist jetzt natürlich unlucky. So, gib mir eine Sekunde, das ist jetzt besser so. So. Smokes und Flashes kommen jetzt hier für die Ducks. Mikael ist noch close an der Rampe und auch Hayan ist da. Molotov und Hayan mit einem zumindest sehr viel Damage gegen High Kitty, aber das reicht erstmal nicht für den Frag. Damit wird die Überzahl erstmal ein bisschen hergegeben, aber man hat ja immer noch Mikael da abgestellt. Der bleibt hier einfach stehen und da ist zumindest ein, aber wieder der Refrag von den Ducks, wodurch man wieder in eine 3 gegen 3 Situation kommen kann und jetzt mit Zünk D eventuell sogar das Ganze nochmal auf eine Überzahlsituation bringt. Genauso ist es, in der Mitte fängt der Yoshino ab. Chris war uns sehr... Mit MP9 und M4 muss man jetzt hier den Spot verteidigen, aber er hat hier eine gute Position, um die Bombe gleich rauszunehmen. Oh, er wartet zu lange ab, da ist dann zumindest der Kill und jetzt ist er alleine mit der MP. Long Range gegen Zünk D, er macht schon mal viel Damage, BMLN fällt und jetzt ist die Runde auf einmal nochmal holbar. Mit der MP und Zer mit dem 3K holt hier tatsächlich die Waffenrunde für C-Play, was ist denn da auf einmal los? 3 zu 1 der Score und C-Play mit einer MP9 gegen AKs. Dadurch wird C-Play jetzt natürlich auch nochmal eine erneute Buy-Round ermöglicht. Die Ducks müssen ja mit dem auskommen, was sie gesaved haben. Und sie wollen hier sofort das Tempo ändern. Aber man rennt sofort in Shino rein. Der bekommt Wendig ganz einfach. Die Smoke liegt auch nicht so gut. Dadurch kann Shino nochmal rein. Ey, jetzt kommt von oben Mikael an. Der wird nochmal gerefragt. Hayan und Seer holt sich hier die Refrags. Dann ist es nur noch High Kitty und der wird von Shino erwischt. Im Refrag zum 4 zu 1. Jetzt geht's hier aber richtig los. Tempospiel, der DAX wird sofort aufgehalten, keine Refrag-Möglichkeiten da, man rennt hier quasi einfach nur noch in die Schüsse von C-Play rein und die kriegen damit hier echt einen guten Start in die Partie. Gucken wir mal direkt in die Statistiken rein nach 5 Runden, 6 Kills für Seer und Shino, die hier auf jeden Fall schon mal eine gute Partie abliefern, 3 für jeweils Mikael und Hayan und Chris war bisher nur mit 2, aber... Der ist ja auch am B-Spot, der noch nicht so oft angegriffen wurde. Sehr mit dem Double-Kill, dann kommt die HE von Wenig an. Shino versucht weiter in die Mitte ein bisschen zu decken, aber insgesamt kommt man hier doch schon gut drauf. Ja, da ist der Frag gegen Wenig. Oh, da ist ein Spieler ins Window gekommen. Das ist Aika mit einer AK, aber das weiß Shino jetzt auch, da er den Dings gehört hat. Zünk D und Aika holen sich jetzt hier aber doch nochmal eine 2 gegen 2 Situation, die wieder von Hayan zernichtet wird durch den Refrag gegen Zünk D. Aika gegen 2 und er wird auch nochmal von hinten angegangen. Da kommt Chris, war gleich um die Ecke. Weil es 4 zu 1 steht. Aber Chris geht echt nochmal durch in den CT-Spawn. Oh, Chris spottet Aika. Jetzt weiß der natürlich auch nicht mehr großartig, wo er hingehen soll, oder? Ah, Movement ist auf jeden Fall da. Die Rotation nochmal rüber auf den B-Spot. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Chris und Hayan damit rechnen. Bisher irgendwie anscheinend nicht. Obwohl Chris war theoretisch die Steps hätte hören können. Aika jetzt auf jeden Fall mit dem Bombplant. Damit ermöglicht er sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeit und übt nochmal ein bisschen Druck auf die CTs aus. Ob er mit Chris war so close jetzt schon rechnet, bleibt abzuwarten und die Antwort darauf ist nein. Chris war mit dem letzten Frag der Runde und C-Play mit Runde Nummer 5. Die Führung wird also erstmal wieder ausgebaut. So. Aber auch das war halt nur eine Anti-Eco. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Es waren nur Desert Eagles, die bei den Ducks gekauft worden sind, oder beziehungsweise Pistolen halt. Damit konnte man hier richtig guten Damage farmen. C-Plays Geld ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Nur Hayan, der noch über 4000 hat. Der Rest eher so im 1000er Bereich
Chris war und Chino sogar darunter. Ja, die Playing Ducks haben jetzt öfter mal A gespielt, müssen dann natürlich auch nochmal die anderen Möglichkeiten austesten. Vielleicht ist es jetzt ja mal der B-Spot und die Bombe befindet sich schon davor. Okay. C-Play mit Mittekontrolle. Hat man ja auch nochmal den Weg nach unten. Ja, Haya entdeckt das, den Weinkeller. Und da muss man jetzt eigentlich nur noch auf... Das Problem bei den Ducks ist, man geht hier gerade nicht von Mitte oben ran, nur von Mitte unten. Und jetzt gibt es ein Problem für Shino. Der ist mit der AWP da, aber sehr. Mit dem wird einfach nicht gerechnet. Der Refill von BMLN ist zwar da, aber Shino ist immer noch im Connector. Der A-Spot wird hingegen von niemandem gedeckt. Da ist der Frag gegen unter anderem auch die Bombe. Und das wird gleich ein bisschen zum Problem. Shino kann es aber callen. Smoked sich hier nochmal ab. Mikael im Jungle unterwegs. Und Vennik und Haikiti jetzt im 2-on-3. Das ist problematisch, vor allem, wenn man sich die Lage der Bombe ansieht. Mit der Flash versucht man durchzukommen. Oh, Haikiti. Haut hier fast seinen Mate weg. Aber wie Shino dann nochmal in den Frag kommt. Chris war gegen Vennik erfolgreich. Und C-Play baut die Führung einfach weiter aus. Ist auf jeden Fall nice, wie der Chat wieder richtig krass mitspielt. Richtig krasser Content mal wieder. So. Auf geht's in die nächste Waffenrunde für die Ducks. Mal wieder, wie gerade eben auch schon. Aber der Loser-Bonus ist halt auf Maximum. Da kann man nicht mehr großartig dran rütteln. Außer man gewinnt mal eine Runde. Das muss halt auch erstmal passieren. In der Mitte geht's halt schnell raus. Haikiti mit viel Damage gegen Haiyan. Aber der Kill kommt erstmal noch nicht rein. Sehr aimt er noch gegen an. Aber Haikiti setzt sich am Ende doch nochmal durch. Haiyan bleibt immer noch am A-Spot. Und dann kann er hier echt nochmal Vennik holen. Dann ist aber Schluss für ihn. Der Refrag von Aika ist da. Mikael fällt auch. Und Chris war wird nochmal an B abgefangen. Nevermind. Zünk, die kann den Frag hier nicht finishen. Shino und Chris haben aber zu wenig HP, um hier direkt nochmal in den Retake zu gehen, aus der Unterzahl heraus. 6 zu 2. Die Ducks holen erstmal wieder auf. Na, Handen geht man wahrscheinlich auch nicht, denn auch bei den Ducks ist nicht viel Reserve drin. Nevermind, BMLN überzeugt mich vom Gegenteil, das was mit Chris war. Und dementsprechend hat C-Player jetzt erstmal nur eine AWP mit in die nächste Runde gebracht. Mikael könnte aber theoretisch nochmal ein paar Pistolen droppen, sodass man ja doch schon relativ okay Runde daddeln kann. Okay, ja. Aber erstmal gibt's eine Pause, das ist auch geil. Bin nicht so ganz so ein Fan davon. Das bringt den Flow raus, Mensch. Jetzt ist hier doch mal wieder eine interessante Runde. Aber man bespricht sich halt ja erstmal lieber bei C-Play. Das Geld halt, wie gesagt, nicht unbedingt so am Sitzen. Ja, da sind die Pistolen von Mikael. Zwei P250s, die hier gerade schon auf den Boden geflogen sind. Und versucht man, um die AWP herumzuspielen. Und wie gesagt, A schon oft angespielt, aber die Ducks haben dieses Mal einen ganz entscheidenden Twist dabei eingebracht, nämlich nicht nur die Schnelligkeit komplett direkt an Spot ran, sondern auch über Mitte hinweg durch den Connector und da sofort mit sehr, sehr schnellem Equipment durchzukommen. Das haben sie gerade nicht gespielt. Jetzt hat es ihnen hier aber auf jeden Fall zur Runde verholfen. In dieser Runde wissen sie natürlich auch, dass das Geld bei C-Plan nicht ganz so geil ist. Dementsprechend wird die Runde mal wieder ein bisschen langsamer angegangen. Aika mit dem Frag gegen Sayer in der Mitte. Damit fällt hier natürlich auch schon mal ein bisschen was zusammen. Mikael, Haiyan und Chris haben immer noch die Pistolen mit am Start. Auf dem A-Spot wird jetzt der Go ausgespielt. Molotovs, alles mit dabei. Das Equipment, meine Güte, das Equipment spielt in einem... Deutscher Satz! Das Equipment spielt noch hier sehr, sehr gut aus. Und die Ducks kommt damit ohne Probleme auf den Spot. Haiyan und Mikael sind noch relativ direkt am Spot. Mikael, oh mein Gott, da setzt er sich hier durch im Ingame-Leader-Duell. Aber sein Mate Haiyan fällt. Die AK kann er auch nicht mehr retten, denn Haikiti ist da, um das zumindest zu retten. Chris war versucht, hier nochmal von kurz ein bisschen anzuklopfen.
Da ist aber für keinen wirklich was zu holen. Chino hat nicht unbedingt den geilsten Winkel, wenn Sync die jetzt hier gerade nochmal über das, über die Häuser kommt. Aber okay, jetzt aimt er richtig an. Muss jetzt hier nur gleich den Schuss treffen. Da ist er zumindest. Den trifft er hier. Am B-Spot ist Chris zwar noch da. Der hat auch nur die P2000. Also kann damit absolut 0, gar nichts kaputt machen. Und das zeigt Wenig hier auch. Der setzt sich durch mit der AK natürlich. Und die Dax kommen auf eine dritte Runde. 6-3. Und C-Play kann mal wieder reinkaufen. Chino safe natürlich die AWP, droppt seine Mate. Irgendeine Waffe ist jetzt auch relativ egal, ob das eine M4 oder eine AOG war, denn insgesamt kommen wir auf einen guten Buy bei C-Play. Nur das Equipment ist ein bisschen, sagen wir mal, lau. So. Neuer Ansatz bei den Playing Ducks. Wir gehen full on B. Und zwar direkt von Anfang an committen wir darauf. Jetzt muss Chris mal ein bisschen aufpassen. Smoked hier wieder close up. Mikael. Oh, ist abgeflasht und da ist ein Problem für Chris, weil der fällt es gleich, weil schon ein Spieler durch am Spot ist. Dann ist es Mikael, der hier nochmal gut gegenhalten kann. 2 Kills, dann ist Alka da, um den Refrag zu holen. Chino versucht direkt nochmal mit der AWP reinzuhalten, wird jetzt hier nochmal abgeflasht, kommt nicht unbedingt an den Frag und wir müssen nach dem Bombplant in den Retake gehen. So, wie überlegt sich C-Play, das jetzt hier von komplett einer Seite anzugreifen? Equipment ist ein bisschen noch da, Flash ist eine, Smoke hat man noch. Und mit dieser Flash geht's dann, oder doch nicht? Kann man sich jetzt hier entscheiden, ist die Frage. Da synkt die, oh, wird von innen übergangen, aber dann dreht er sich nochmal um, der Double Kill. Chino mit dem Refrag, aber er hat jetzt hier eine One-on-Two-Situation, zieht sich schon wieder zurück und die Runde geht mal wieder an die Ducks, die einfach hier sehr schnell den Spot einnehmen konnten. Mikael hat sich zwar nochmal gut gewehrt, aber da war nicht mehr viel drin. Sync D hat eine gute Afterplane-Position, dodge die Flash und haut hier nochmal den Double Kill raus. Insgesamt ein Triple Kill für ihn und Alka und Haikitty saven einfach ihre Waffen, genauso wie Chino. Damit steht es 6-4 und da sind sie doch fast schon, die Playing Ducks. Die AWP ist relativ wichtig, würde ich mal sagen. Damit kann man hier gute Picks landen, aber wenn es die einzige Waffe ist, die du hast, dann ist das halt auch nicht unbedingt so geil. Das darf C-Play auch in dieser Runde wieder feststellen, denn sie haben wieder nur Pistolen und die AWP. Ja, da fliegt Tonnen an Equipment in den Connector. Das, oh, der ist immer noch flashed, interessant. Oh, IK eben noch in die Mitte ein bisschen an, da rennt ihr mir gerade Hayan und Mikael rein. Chino eben weiter mit der AWP an, sehr klassiert, ja auch schon guten Damage, Wendig mit dem Frag. Und jetzt sind es mal wieder Chris und Chino im Safe. Die Frage ist, können sie sich dieses Mal durchsetzen? Die AWP verteidigt sich hier schon mal einmal zumindest. Unten ist ein Spieler. Ah, Chino überlebt gerade noch so. Hi, Kitty. Muss sie langsam auch so um sein Leben bangen. Das ist halt eine AWP immer noch. Da gibt es nochmal einen Support-Flash, aber Chino mit dem nächsten Frag. Aber er muss aufpassen. Von Palace wird er umpusht. Nevermind, muss er gar nicht mehr. Oh, oder doch. Aika ist jetzt auf jeden Fall bekannt da oben. Der zieht rum, holt sich auch den Kill. 4K ist drin für den Senior. Und damit auch die Runde, um anzuschließen. 6-5 und langsam wird es doch ein bisschen enger für C-Play. Muss man langsam damit rechnen, dass die Ducks hier vielleicht doch nochmal in Führung kommen? Wir werden es auf jeden Fall sehen, denn die Waffenrunde ist nochmal da und das könnte hier wieder das Blatt erstmal wenden. Aber auch hier ist das Equipment nicht unbedingt da. Oh, aber Mikael haut die direkt schon mal durch die Smoke, den Sync D weg. Da geht es mehr Damage drin gegen Alka, aber noch nicht der Kill. Jetzt ist Haikiti mit am Start, um zumindest Sehi zu refraggen. Mikael ist weiterhin am Window, aber der wird abge... Nevermind, wird er gar nicht. Der Molotow geht an Short, Chris war geht an B ein bisschen weiter durch. Ja, und man bleibt hier erstmal auf beiden Seiten so stehen. Mittelkontrolle für die Ducks ist natürlich in erster Linie erstmal ganz gut. Window wird nochmal abgesmoked. Da zieht man sich hier also erstmal aus dem Jungle quasi zurück. Man hat ja Chris war vor B offensiv. Der kann auf jeden Fall einiges callen. Die Bombe rotiert nochmal aus der Mitte raus. Alka lässt man da erstmal abgestellt und in der Hoffnung, dass er an kurz eventuell nochmal einen Frag abfangen kann. Aber auch die Ducks rechnen mit einem kleinen B-Offensiv-Move. Da wird abgeaimt, aber jetzt zieht man sich komplett zurück. Ja, oder doch nicht. BMLN will nochmal ein bisschen abaimen. Kann er gerne machen, 45 Sekunden hat er noch. Dann sollte er aber längst am Spot sein mit der Bombe.
Ja, man hat keine Smoke mehr bei den Ducks, dementsprechend kann man hier erstmal kein Smoke-Go mehr spielen, muss also sich auf das Aiming verlassen. Hayan muss aufpassen, da ist der erste Kill. Ein zweiter ist nicht drin, aber vom CT-Spawn ist Shino noch da. Mit der AWP könnt ihr hier eventuell die Bombe nochmal rausnehmen. Ein Hit ist da, aber mehr nicht. Damit geht's in 3 gegen 3 Retake. Von hinten kommt gleich schon wieder Chriswa an. Aber der lässt sich hier Zeit. Oh, jetzt kommen doch nochmal die Steps rein. Die sollte gecallt sein. Chriswa fällt gegen BMLN und am CT-Spawn. Oh, geht man gegen Vanik an. Shino ist schon wieder im Safe. Die Runde geht an die Ducks und damit ist der Ausgleich auch da. Können wir mal ganz kurz in die Statistiken gucken und gucken. Ja, Shido, nur 5 Deaths. Okay, interessant. Aber Aika könnte ihn hier nochmal abfangen. Aber so weit geht er dann doch nicht vor, oder was? Oh, doch. Aika verschießt. Neuer Ansatz. Man weiß auf jeden Fall, wo Shino ist, aber die Zeit läuft hier ab, auf jeden Fall. Vor allem für die Ducks, die den Hunt suchen. Shino mit dem Fracking BMLN und nur Aika, der durchkommt auf der anderen Seite. AWP auf jeder Seite gesaved, aber die Ducks natürlich mit dem Win und vor allem mit dem Geld im Portemonnaie. Können. Ja, pass auf, Taito, gleich kommt er echt. So, können natürlich nochmal reinkaufen. Man versucht hier wieder schnell über Mitte zu spielen. C-Play ist ein bisschen überfordert, weil sie eher noch mit A an sich kämpfen. Der Connector ist komplett offen. Hi, Kitty zieht rum. BMLN holt sich einen Refreaking. Chris war. Und BMLN macht hier sogar nochmal einen zweiten oben drauf. Hayan und Shino sind die letzten überlebenden Spieler. Hayan wird sofort abgefangen und Shino ist, ja, wer hätte es erwartet, wieder im Safe. Aber Sync, die ist dieses Mal da, um ihn abzufangen. Zur Führung für die Ducks 7 zu 6 gehen sie jetzt in Führung. Quatsch. C-Play kauft wieder rein. Das ist aber der letzte Ball in dieser Halbzeit, wenn sie die nächste Runde auch wieder verlieren sollten. Dann steht einem 9 zu 6 nichts mehr im Wege. Boah, Shino. Muss jetzt hier ein bisschen vorgehen aufgrund des Molotovs. HE hittet auch nochmal gut rein. Ob er hier nochmal einen zweiten Kill bekommt, bleibt aus. Oh mein Gott, Seah ist da um den zweiten. Hayan auch. Meine Güte, Sync D macht ja aber nochmal den Spot ein bisschen frei. Das Problem ist, dass auch er gut angegangen wird von Seah, der jetzt nochmal einen zweiten Kill holt. Aika ist gespottet. Der hat nochmal einen Molotov rausgeschickt gegen Seah. Der smoked sich hier aber nochmal ein. Kann damit also auf der Position bleiben. Und Aika muss das hier doch nochmal ein bisschen langsamer angehen. Close Range. Mikael, tot. Schöner Shot. Chris war über die Stairs, sehr rotiert nochmal rüber in den Underwood. Aber Aika hat die Bombe, kann dementsprechend einfach sagen, tschüss, ich gehe nach B. Und genau das macht er jetzt hier auch. Aber Stair ist auch schon wieder offensiver unterwegs. Der sieht, dass zumindest Palace nichts mehr ist. Aika geht jetzt hier echt nochmal über Mitte. Wo ist Chris? Weil der aimt hier lieber den A-Spot. Oh, jetzt hat er eventuell ein gutes Timing, aber Aika ist da, um den Frag zu sichern. Ist damit im One-on-One-Duell gegen Seah. Oh Gott. Wenn C-Play diese Runde auch nochmal abgibt. Dann ist halt in der nächsten Runde auch kein Geld mehr da. Obwohl der Loser-Bonus mittlerweile Maximum sein muss. Aika hat eine gute Position hier. Ich weiß nicht, ob sie damit rechnet. Jetzt auf jeden Fall, denn er hat ihn gespottet. Smoke auf die Bombe. Der weiß, dass Aika nur die AWP hat. Der erste Schuss geht daneben. Man geht jetzt hier rein. Aika muss natürlich mit dem Knife hinterher. Oder die P250, reicht die denn aus? Da sind gute Hits drin. Da sind zu viele Hits drin für Seah. Der Defuse geht nicht durch. Und die Ducks gehen hier echt nochmal zur Halbzeit in Führung. Es stand 6 zu 1, das 7 zu 1 war fast real. Doch dann kommen die Ducks einfach mit Tempo um die Ecke, hauen C-Play komplett an die Wand und holen sich hier 7 Runden in Folge. Eine 8. könnte auch noch reinkommen. Denn ihnen entgegen steht nur eine FAMAS, eine AOG und 3 MP9s.
Equipment-technisch ist das wieder okay, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Ducks wollen hier also echt nochmal ein A-Execute spielen. Bauen hier sehr stark darauf auf. Mikael noch Close Range mit der MP9. Ja, kommt jetzt hier nochmal der Offensiv-Move oder zumindest ein Peak. Ja, aber Aika mit der AWP ist da, um sofort einen Frag rauszuholen. Dann ist Haya nochmal da, aber der wird auch sofort gerefragt. Im CT-Spawn war es sehr, der da unterwegs war. Chris war und Shino mit jeweils einer MP9 in der Unterzahl. Müssen sie hier nochmal auf den A-Spot kommen, um eventuell einen 8-7 rauszuholen. Aber da ist echt nicht mehr viel drin für die beiden Jungs. Zwei AKs und eine AWP haben die Ducks. Aber Christopher kommt immerhin nochmal an eine AOG ran. Heikit, die könnte jetzt hier auch nochmal fallen gegen Shino. Close Range ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Smoke gegen Sync D, aber der kann hier vorne stehen bleiben. Die Smoke geht zu weit. Sync D, wenn er hier rumzieht, hat er schon mal einen Kill. Chris war am Sport, wird auch nochmal von Aika angegangen. Der verschießt hier aber im ersten Moment. Oh, dann ist es echt nochmal die P250 und Aika holt sich das 9-6 für sein Team. Oh mein Gott. So, es geht in die zweite Pistol Round. Die Ducks starten jetzt natürlich auf der CT-Seite und C-Play muss aus der T-Seite den, ja, Rückstand ein bisschen aufholen. Und man geht erstmal auf beiden Seiten sehr viel Mittekontrolle ein. Also, ist auf jeden Fall ein gutes Setup. Sehr interessantes, um das Mindeste erstmal so zu sagen. Die Ducks warten einfach nur ab. Gibt es jetzt hier nochmal Agro von Mikael? Zumindest der Molotov, der geht ins Window. Sollte er zumindest. Und der trifft auch ganz gut. Man kriegt hier Wenig nochmal schnell raus. Auch Haikitty, der sofort fällt. Mikael geht hier nochmal gegen Kurz durch und Haiyan. Ja, noch nicht ganz mit dem Kill gegen Aika, aber auch der kann den Track nicht setzen. Aika versucht jetzt hier nochmal gegen Palace zu stehen. Da ist zumindest der Kill gegen Seer. Kommt hier nochmal raus. Ein zweiter ist auch nochmal drin. Es ist Sync D. Sorry, irgendwie, keine Ahnung. Sync D holt sich hier nochmal den Track gegen Mikael, aber die haben sich jeweils nochmal eingeholt und dadurch ist Sync D jetzt alleine im One-on-Two gegen Chris und Haiyan. Die Bombe auf dem Rücken von Haiyan. Geht hier schon mal in Richtung Sport, aber der ist jetzt alleine, muss auf jeden Fall durchplanten. Sync D aimt einfach nur ab. Oh, schöner Hit hier nochmal von Haiyan. Kann er das 4K die? Nein, ja, kann er. Pistol Round für C-Play. Damit haben die wieder Kontrolle übers Money, können hier reinkaufen. Und die Ducks müssen erstmal gucken, wo sie bleiben. Die scheinen aber reinzuforcen, wenn ich schon mit Kevlar und Desert Eagle. Und auch der Rest kauft hier ein bisschen rein. Ah, C-Play bereitet hier schon mal ein bisschen den Mitte-Take vor. Mit Equipment können sie das natürlich gut ausspielen. Auch C-Play wartet eben auf diesen Push. Mitte unten kommt zum Beispiel erstmal nix. Jetzt gibt es nochmal ein paar Smokes für das Window und den Connector. Ein kurzes High-Kit, der wird jetzt hier aber, glaube ich, rausgemollert. Nevermind, der kommt nicht dahin, wo er gegen High-Kit effektiv wäre. Dementsprechend kann der hier einfach erstmal stehen bleiben im Connector. Ist aber ein bisschen Stress am Mann. Mikael mit dem Frag gegen Aika. Und dann, oh, High-Kit mit dem Double-Kill. Aber Ser holt sich hier nochmal Sync D. Damit haben wir wieder eine 3 gegen 3 Situation. Mikael versucht jetzt hier nochmal gegen Mitte zu stehen. Am B-Spot fällt jetzt eben Haikitty. Shino mit dem Frag. Und BMLN ist quasi alleine am Spot. Kann hier nochmal guten Damage rausfahren mit der HE.
Aber bei dem Planty-9-Kern bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. BMLN, da ist der Kill gegen Chris. War auf einmal mit wieder eine 2-gegen-2-Situation. Von Kurz sollte eigentlich Michael ankommen. Der wird jetzt hier aber von Vennig nochmal rausgehauen. Chino mit dem Frag gegen BMLN. Und Vennig ist auf einmal alleine 1-on-1 gegen Chino. Oh, kommt von Kurz rein. Die Steps kann Chino auf jeden Fall schon mal hören. Ob Vennig jetzt mit links rechnet, ist noch abzuwarten. Er aimt nicht hin. Und Chino kann daraufhin den Frag holen. 9-8. C-Play kommt wieder ran. Und könnte mit der nächsten Runde ausgleichen. Aufgrund der Force-Spice können die Playing Ducks hier in Runde 3 der zweiten Halbzeit aber keine Byron spielen. Das macht es C-Play nur einfacher, hier direkt den Ausgleich zu holen. Hi, Kitty. Oder auch eben nicht. Na, die Ducks stacken hier eher den A-Spot. C-Play konzentriert sich währenddessen eher auf den B-Spot. Bombe wird auch schon in die Richtung geworfen zumindest. Aber naja, jetzt muss Chino auch das Ding wieder aufheben, in Richtung Spot tragen und dann endlich mal planten. Währenddessen ist Ser schon auf dem Weg in Richtung A, um da die Rotation aufzuhalten. Im City-Spawn ist auch ein Spieler, der Rest halt immer noch am Spot selbst. Chino jetzt mit dem Bombplant und C-Play eigentlich mit Runde Nummer 9 und dem Ausgleich vor allem. Ser, ah, da sitzen die Shots noch nicht ganz so gut. Noch nicht unbedingt so ein sehr geiler Spray von Ser. Ah, da ist er wieder gefallen, der krasse Joke. So, wir werden gleich von Twitch gebannt wegen zu schlechten Jokes. So, okay, BMLN haut hier nochmal zumindest einen kleinen Hit gegen Michael raus. Der jetzt mit noch mehr Hits gegen Sync D. Jetzt wird ein bisschen vorgepusht da, fällt Sync D auch mal. BMLN holt sich hier nochmal Michael. Sehr, der einzige Spieler mit einer Mac-10, der jetzt nochmal großartig reinhalten kann. Hat auch nur noch 12 HP. Die Waffe verliert er jedoch nicht mehr. Aber dass drei Spieler auf jeder Seite überleben, heißt nicht, dass die Player nicht auf jeden Fall in Führung gehen kann mit der nächsten Runde, obwohl die Ducks natürlich erstmal eine Waffenrunde auspacken. Hayan hat hier die AK, okay, die liegt auf dem Boden. Damit geht's in die erste Waffenrunde der ersten Halbzeit. IK mit Haikiti und Zyngti direkt in die Mitte. Offensive Deckung und sofort Stress machen. Aber man zieht sich hier sehr, sehr schnell zurück, dass die Play auch selber mit viel Equipment um die Ecke kommt. Was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Der Molotow kam auf jeden Fall eine Sekunde zu früh. Hayan versucht jetzt hier schon mal mit seinem Mate, er ist das sehr, den Connector einzunehmen. Das geht auch ganz gut aufgrund dieser Smoke. Und er geht sogar nochmal ein Stückchen weiter vor. Kommt hier also quasi in den Jungle rein. Der wird aber auch offen gelassen von den Playing Ducks. Das wird nochmal ungamed von Haikiti. Und Hayan setzt sich durch gegen Sync D. Hayan mit dem Double Kill. Vennig fällt jetzt auch. Damit ist der A-Spot auch gefallen. Und C-Play hat hier freie Bahn. Ser spottet hier unter anderem Haikiti nochmal im CT-Spawn. Und kann damit eine Rotation auch schon wieder unterbinden. Das ist sehr gut für C-Play, denn die kommen damit auf jeden Fall an 10 Runden. Der Rückwärtsgang bei Haikiti, BMLN und Alka heißt hier natürlich auch schon safe. Und C-Play erstmal wieder in Führung gehen lassen. Haikiti gegen Ser. Auge okay, over Mac-10 natürlich. C-Play geht, wie gesagt, wieder in Führung. Die Ducks kommen mit drei Spielern durch und können in der nächsten Runde nochmal reinkaufen. Da wird gedroppt wahrscheinlich, um eine nächste Waffenrunde zu spielen. Und vielleicht gibt es dann hier tatsächlich den ersten Push. Also mit hat man ja gerade schon mal versucht, offensiv anzugehen, hat sich dann aber nicht so ganz getraut, da so richtig noch zu committen. Und man kauft tatsächlich doch nicht rein. Also man hätte legen können. Aber man spielt dann lieber doch nur mit den drei Waffen.
Chris war mit der ersten Hit gegen Sync D. Zumindest ein bisschen Damage erstmal machen. Jetzt kommt gleich der Molotow an. Da muss man aber aufpassen. Chris war jetzt mit Equipment in der Hand erwischt worden. Und da ist der Kill für Sync D. Und die AK gibt's for free oben drauf. Aika ist da, um eventuell nochmal den Argo weiter stoppen zu können. Aber die Bombe wird nicht da geplantet, wo er hinnehmen kann. Aber trotzdem ist das hier schon mal eine gute Ausgangslage für die Darks, um hier nochmal einen guten Retake zu spielen. Aber dann läuft man so ein bisschen in Mikael rein. Ich dachte, Heikit, die hätte den Winkel, aber nein, ich habe mich wohl geirrt. Haiyan nimmt jetzt hier nochmal die Rampe an. Da kommt vor allem Sync D erstmal um die Ecke. Der kassiert aber sofort von Haiyan. Dann ist BMLM mit dem Refrag da. Kann hier nochmal einen zweiten rausholen. Nötig wäre es auf jeden Fall, um nochmal in die Runde zu kommen. Ob man mit Wendig rechnet, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Sehr fällt. Mikael und Chino im 2-on-2, aber die haben hier gute Position. Chino muss eigentlich nicht rumziehen, macht er jetzt aber doch. Fennec wird hier nochmal auf dem falschen Fuß erfrischt. Der Freefrag ist da und Mikael ist es dann, um BMLN nochmal zu stoppen. Das 3K für den Ingame-Leader von C-Play. Um die 11-9 Führung rauszuhauen. Ja, ist doch eine gute Idee, dass die DAX hier nochmal gesaved haben, denn dadurch geht's hier nochmal in eine Waffenrunde. Nicht immer nur an die nächste denken, Zygno. Alka natürlich wieder mit der AWP unterwegs. In der Mitte committet man da rein, Tatsache. Und dann rennt man natürlich in Alka rein. Chris war fällt. BMLN mit seiner offensiven B-Smoke, die er sehr, sehr gerne wirft. Und dann meistens nicht so ganz dazu committet. Aber vielleicht jetzt. Ah, er jumpt da zumindest rein. Und bleibt zumindest einen Meter offensiver stehen. So. C-Play ist jetzt, meine Güte. C-Play ist jetzt natürlich in der Unterzahl und muss damit erstmal klarkommen. Man versucht auf jeden Fall erstmal Mitte nicht mehr reinzugehen. Baut hier direkt lieber vor A auf. Da hat man auch mit den letzten vier Spielern super Equipment. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Seit wann funktioniert denn, So. Ach ja, Asmod ist eingenommen. Ike holt sich hier nochmal Mikael. Irgendwie ist eine 4 gegen 4 Situation vorher noch drin gewesen. Sehr, okay. Sync D denkt sich einfach mal... Juckt mich nicht. Chino ist jetzt alleine gegen 4. Ah, kann jetzt zumindest nochmal einen Kill rausholen. Dann ist aber Heikit da, um ihn zu stoppen. Der sichert sich ein 2K, genauso wie Alka. Die AWP wird mit... Meine Güte, die AWP wird mitgenommen. Und C-Play ist man... Mein Gott, echt jetzt. Und C-Play lässt man hier erstmal so schnell nicht davonkommen. 10-11. Man bleibt erstmal ein bisschen dran. So, was ist hier passiert? Oh lol, die sind schon mit der ersten durch. Ja gut. Ist jetzt hier eher nicht der Fall. Wir haben hier doch noch eine relativ knappe Partie erstmal. Aber so richtig in der Endphase sind wir halt auch noch nicht. Alka nimmt mal wieder Mitte an. Flash, der dodgt da erstmal gut rein. Oh, der Unhit gegen Shino noch dabei. Das ist richtig guter Damage. That's a lot of damage. Und die Ducks wollen hier weiterhin die Mitte halten. Aus dem Connector und von kurz, aber ja, Heikit ist abgesmoked, deshalb eher aus dem Connector. Sync D mit am Start. Molotow gegen Shino, der kommt aber natürlich rechtzeitig weg. So, ich bin jetzt natürlich richtig active, aber gib mir einen kurzen Moment. So, 2 gegen 4, Chris war und Chino gegen den, ja, quasi Rest von den Playing Ducks. Das ist mal wieder der Ausgleich, denn, Chris, oh Gott, die Kills kommen ja, aber ich zeig gleich rein. So. Der Ausgleich ist da, das Geld für C-Play eher nicht.
Deshalb geht's hier erstmal mit Pistolen in die nächste Runde. Desert Eagle, P250, Glock bei Mikael und bei Chris war. Mal sehen, vielleicht ein bisschen Economy Damage bei den Ducks machen, vor allem Haiern dafür. Mit der Desert Eagle natürlich am besten ausgerüstet. Ah, man bewegt sich auf beiden Seiten sehr langsam. Playing Ducks ohne Offensiv-Move. Nur Aika, der so ein bisschen in den Weinkeller rein aimt, da aber erstmal nichts sieht. Da zieht sich jetzt auch C-Play erstmal komplett zurück. Im Endeffekt müssen die Playing Ducks hier eher ihr Equipment ausspielen und es dann auf die Waffen ankommen lassen. Dann sollte die Runde absolut nicht anbrennen. C-Play sollte sich jetzt hier langsam aber sicher mal sammeln und auf den Spot gehen. 50 Sekunden sind da noch zu spielen. Und wenn man hier irgendwie an Bombplant kommt, wäre das auf jeden Fall schon mal eine super Sache für die Jungs. Man hat aber kein Equipment. Das heißt, man muss durch Masse statt Klasse überzeugen. Und die wird schon mal sehr gerne zerhäckselt von AKs und AOGs. Smoke deckt jetzt hier die Jungs noch. Mikael mit der Bombe auf dem Rücken. Sync D ist da. Der holt sich den ersten Kill. Aber die Reflex fallen hier gut für die Jungs von C-Play. Sehr mit dem Bombplan. Und der geht sogar noch durch. Er überlebt sogar den nächsten Schuss von Aika. Aber dann ist mal wieder die Pistole von Aika da. Der beste Freund des Orpas. Und die Ducks gehen erstmal wieder in Führung. Aber man hat echt nochmal zwei Kills rausholen können und den Bombplan. Also das ist doch eine super Eco-Runde für C-Play gewesen, würde ich mal sagen. Jetzt können die natürlich wieder richtig gut reinkaufen und haben mit AKs und Equipment wieder guten Stuff, um in der nächsten Runde gegenzuhalten. Wo wir gerade von guten Stuff sind, gehen wir mal rüber zum schlechten Stuff. Das sind nämlich die Statistiken, vor allem aus Chriswas Sicht, 6-16. Shino mit 23 Kills ist zusammen mit Aika Topfrager. Die AWPs teilen sich hier also den ersten Spot. Und ja, Aika sitzt nochmal weiter an. Er holt sich hier eben den Bottom-Fragger Chriswa. Als ob ich den nicht... Aika weiter mit Informationen in der Mitte. Zur Unterstützung ist Sync Dida. Und ja, C-Play, was macht man nun? Man ist schon wieder sehr schnell in die Unterzahl geraten. Verliert einfach jeden, in jeder Waffenrunde direkt schon mal einen Spieler. Oh, Vanek ist offensiv, der fängt jetzt hier gleich Mikael ab, außer der kann den Shot eher setzen und das kann er hier momentan nicht. Rechnet nicht ganz mit dem Winkel, ist keine Kugel mehr aus der Waffe losgeworden. Und Vanek kann damit hier weiterhin stehen bleiben, das ist natürlich ein Dorn im Auge für C-Play, die jetzt versuchen den A-Spot nochmal einzunehmen. Ah, so kann man natürlich auch damit klarkommen, erstmal abmollen. Connector ist weiterhin Sync D, Aika hält hier vom Jungle nochmal drauf, aber... Auch gegen den wird mit Equipment vorgegangen. Jetzt ist das Timing für Vanek, um einzuschreiten. Er bekommt einen Frag, sehr mit einem Refrag. Und jetzt muss C-Play irgendwie aus der 2 gegen 4 Situation nochmal in die Runde kommen. Aika, oh, sehr gute Situation für ihn. Aber er kann leider den Frag gegen Aika nicht machen. Haiyan im 1-on-3 wird schon wieder von Aika mit der Pistole abgefangen. Und die Ducks holen sich eine Runde 13. So, das ist doch jetzt ein Witz, ey. So, sagen wir mal... Ja, fick dich, Discord. Weg damit. Braucht man nicht. So.
So. Ja, Pause ist auf jeden Fall da. Taktischer Natur oder was? 30 Sekunden sollten mittlerweile abgelaufen sein. Ja, die Statistiken sehen natürlich immer besser für Aika aus. Ja, der jetzt hier aber auch nochmal ein bisschen über 20 Frags zumindest ist. Aber wenn Steeple hier nochmal zurückkommen will, müssen auch Hayan und Mikael nochmal eine Schippe drauflegen, wenn es Chris war schon nicht tut. Oh Gott. So, es geht dann also doch, meine ich, in die nächste Runde. C-Play forced hier ein bisschen rein mit Mac 10, Desert Eagle, ein paar anderen Pistolen und es ist eigentlich nur eine CZ, die andere Pistole. Ein bisschen Equipment ist mit dabei und man versucht hier, ja, schon mal zumindest Mitte gegen zu stehen, aber da ist unter anderem Sync D wieder mit am Start, Aika aimt ja auch mit der AWP wieder rein und, oh ne, Sync D denkt sich lieber, ich gehe doch nochmal weiter weg. Mikael wird abgefangen, Sync D kann sich nicht gegen Chriswa durchsetzen, der fährt hier einfach mit der CZ durch. Headshot gegen Sehr, aber der fällt hier erstmal noch nicht. Aika weiterhin mit der Mitte, mit der AWP im Connector unterwegs. Schiene kompliziert, wird abgesmoked. Gutes Timing auf jeden Fall mit dem Equipment. Chris versucht mit der AK natürlich weiterhin hier Raum aufzumachen. Dann ist aber Aika zur Stelle, um den Frag zu holen. Vanek setzt sich gegen Schiene durch und Sehr kann ja auch nicht mehr wirklich viel machen. BMLN zieht rum und die Playing Ducks holen sich Runde Nummer 14. Mit zwei Runden kommt man dann hier auf jeden Fall schon mal an Map 1 und danach wartet DE Train. D-Train? Ist D-Train richtig? Bitte sei richtig. Auf uns. Okay, super, danke, Frosty. Ah, C-Play kann ich aber nochmal reinkaufen. Das wird jetzt auch wichtig, diese Waffenrunde. Die müssen sie auf jeden Fall holen. Ah, gleich das Duell Chris war gegen Vanek. Die Flash hittet auf jeden Fall nicht so, wie man es wollte. Und Vanek zieht sich hier erstmal lieber zurück. Oh, da ist nochmal ein Push. Jetzt hat er Chris war auf jeden Fall gesehen und er will. Oh, er gewinnt das Duell, genauso wie Sync D. Beide verlieren hier aber viele AP, was doch nicht mehr so ganz interessant sein sollte. Ah, geboostet wird hier auch nochmal rein. Aika aimt aber direkt gegen. Mikael und sich zwar Sync D, aber Aika ist da, um hier Hayan sofort zu stoppen. Jetzt sind es eben nur noch Mikael und Shino. Das Geld bei C-Play sieht auch nicht so gut aus, als wenn man nochmal nachkaufen könnte in der nächsten Runde. Ah, Vanek ist wieder offensiv in der T-Rampe. Und man hat noch 44 Sekunden auf der Uhr. Shino im Connector, Mikael. Ist der gerade... Hat er geschossen? Oh, Shino gewinnt das Duell gegen Aika immerhin. Jetzt muss nur Mikael glänzen. Oh, er hat doch Vanek gesehen oder nicht? Der Refrag immerhin ist da. Aber Aiki, die ist schon im Jungle, um hier eventuell auch selber nochmal einen Refrag zu machen. Genauso ist es. Er verbrennt zwar noch, aber trotzdem ist es die Runde für die Ducks. 15 zu 11. C-Play kauft, ja, doch nochmal ein bisschen rein AKs und leichtes Equipment ist da. Tempo hat man auch noch nicht gesehen, das wundert mich hier so ein bisschen.
Eigentlich hätte man super ein Tempospiel machen können. Aika versucht es nochmal durch die Smoke, aber trifft die erstmal nicht. Jetzt geht man schnell durch den Connector durch, aber Aika ist abgesmoked. Könnte aber gleich nochmal ein Hit drin sein. Der war fast drauf. Sehr, jetzt ist er drauf. Der Refrag von Aika durch die Smoke setzt hier wieder eine 4 gegen 4 Situation voraus, aber Shino ist da, um nochmal Zünk die rauszuholen. Aiki, die kommen gleich nochmal über den Weinkeller an. Shino runter auf 7 HP. So viele Low-HP-Spiele und Aika holt sich hier nochmal Chriswa. Und gerade die HP sind gerade der Vorteil für die Dax. Das Equipment kommt noch dazu. Und da ist schon der erste Frag. Heike, die fängt jetzt nochmal Haiyan ab. Damit ist es Mikael allein im 1-on-3, um sich hier nochmal am Leben zu halten. Sein Team hier eventuell nochmal auf Mirage zurückzubringen. 4 Runden bräuchte man, aber Aika ist da, um das 3K zu holen. Und vor allem die Map 1, DE Mirage.